Das geht rüber und das können wir wieder trinken. So, wir haben ja ein Viertel weg vom Trinken und vom Essen. So, warte mal, Essen. Zack, da rein. Sehr schön. Füllt sich auch wieder so langsam. Ich hoffe, wir finden noch unterwegs was. Ich denke schon. Aktuell sehe ich noch nichts vorne. So. Das grüne Zeug ist jetzt auch fertig. Heißt für uns, Moment. Gunpowder, ne? Ach, dreimal Holz. Oh, warte mal. Wir müssen 5 herstellen. Das heißt, wir brauchen 5 Holz. Moment. Ich bin ein bisschen sparsam und knauserig, was unsere Holzvorräte in der Kiste angeht, weil wir werden vielleicht nochmal irgendwie Holz brauchen für was anderes. Also weiß ich nicht, weil wenn wir nochmal irgendwas bauen sollten. Das hatten wir eigentlich voll, ne? Wie viel Holz haben wir jetzt? 5. Dürfte reichen. Glaube ich zumindest. Aber wieso sammle ich Holz? Wir kriegen doch hier sowieso Holz, oder? Bei ihm? Nein, Scrap Metal. Toll. Bei ihm kriege ich gar nichts. Er hat gar nicht gesammelt. Ah, hier Wood. Ja, juhu. So, warte. Wir machen ja sowieso Wood noch. Hier, Powder. 5-mal. Damit wir auch nachladen können. Ich frage mich, wie das mit Leben funktioniert. Ob ich einfach Q drücke einmal? Wahrscheinlich, ne? Oh, Holz. Ich hoffe, das klappt. Da ich jetzt nicht mehr so sicher bin, was jetzt hier uns alles erwartet und ich ein bisschen Angst habe, rüste ich jetzt, glaube ich, immer den Revolver erstmal aus. Vorsichtshalber. Weil ich habe das Gefühl, jetzt kann alles passieren. Weil wir schon so relativ weit vorangeschritten sind. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig gemacht habe oder was ich hier überhaupt treibe oder so. Keine Ahnung. Für die, die es selber spielen, weiß ich nicht. Gebt mir da ruhig Tipps, aber ich bin ja sowieso immer von... Oh. Kein Holz. Okay, wir haben kein Holz mehr. Oh, also zumindest, ne? Auf Tash. Ich bin ja immer so ein bisschen knauserig. Nee, ich bin lernfähig. So, das wollte ich sagen. Kotzt hier keiner? Will hier keiner... Ah. Danke. Ja, juhu, Holz. Nein, ich bin auch sehr lernfähig. Aber auch, ich nehme jede erdenkliche Idee an. Und was ich sagen wollte, ich bin knauserig, was unser Holz und unser Scrap Metal angeht. Ich horte das. Juhu. So, dann machen wir mal Munition. Fünf an der Zahl und dann würde ich die restlichen Barren einlagern. So. Oder mache ich... Nee, pass auf, ich mache das anders. Ich mache das hier rein. Dann machen wir hier oben die Kupferbarren, die Kupferbarren und hier oben die normalen Stahlbarren. Und dann würde ich hier das, den restlichen Scrap Metal reinschmeißen. So. Okay. Dauert noch 44, pass auf, ich gebe mal Gas. Aber diesmal so. Und dann legen wir mal los. Also Essen müssen wir noch ein bisschen sammeln. Wäre, glaube ich, ganz gut. Trinken haben wir erstmal genug. Da ist Essen, sehe ich. Immer einen Blick auf die Straße, wollte ich gerade sagen. Immer einen Blick auf die Schiene. Nicht, dass da was kommt, was uns gefährlich werden könnte. Aber vielleicht kommt auch ein Tor, ich weiß es nicht. Weiß gar nicht, welcher Folge das war, wo das Tor reingeladen hat. Ich habe das gesehen im Augenwinkel. Das Tor hat irgendwann reingeladen. Ich glaube, das ist auch prozedural oder einfach generiert, dass es kommt. Also, glaube ich zumindest. Sah zumindest danach aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte in der Folge. Ansonsten müsst ihr mal darauf achten, falls ihr das mal nochmal sehen solltet. So, ich bin gespannt, was kommen mag. Oder was kommt. Oh, das Holz. Holz können wir nochmal mitnehmen. Ein bisschen auf Tash, ne? Oder? Ach komm, scheiß drauf.
So, tschu-tschu. Ja, Freunde, ich warte auf unsere neue Runde in der Arena, damit wir da ein bisschen Kisten stauben können, weil ich würde gerne ein paar Wände haben und so. Also noch mehr Wände und noch mehr Dächer vor allen Dingen auch. Und vielleicht kriegen wir ja sogar noch einen Waggon dazu. Das wäre schön. Wo ich da stark bezweifle. Ich weiß ja nicht, was am Research Table noch kommt. Das müssen wir ja auch noch machen, ne? Das Problem ist, ich habe kaum Platz für... Ja, für die Sachen. Ich müsste den Research Table hier vielleicht vorne mal hinbauen, den neuen. So. Ah, ich weiß, wir lassen ein bisschen Ressourcen liegen, aber das juckt mich alles gar nicht mehr, weil wir ja echt so gut ausgerüstet sind. Oh, das sind Fireflies. Oh, ich sehe es. Okay, meine Freunde, das heißt, wir gehen auf Reise. Da hinten geht's runter. Ich fahre noch ein Stück vor. Sehr schön. So, das heißt also, wir werden auf Reise gehen. Hier kann ich also Bandage und Dings auswählen. Das ist natürlich sehr schön. Aber ich würde, glaube ich, ja, ich würde gerne mal Rüstung auswählen. Das Futter packe ich mal eben weg. Also, müssen wir wieder Rätsel machen, sagst du? So. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet, ne? Also, hoffe ich mal, denke ich mal, ich weiß es nicht. Mit der 2 war das Gewehr, ne? Das reicht, glaube ich, an Muni für da, für diese Fische. Diese ekligen Blubberfische. Ich bin gewollt tatsächlich nochmal diesen, weil wir haben genug Zink, ne? Ich bin gewollt, diesen Research Table zu bauen und nochmal die andere Schmelze. Weil wir haben ja alles, eigentlich alles dafür. Ich würde jetzt nochmal ein paar Ringe bauen. Weil wir die ja jetzt brauchen. So, Workbench und dann Consumables. So, 6 Stück an der Zahl. Machen wir mal. Dauert ein bisschen. Ja, liebe Fireflies, ich komme. Ich fahre noch mal ein Stück vor. So. Dann werden wir darüber fitschen. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Schauen wir mal. Ich hoffe doch sehr, dass wir dort... Ja, da werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Kiste kriegen, ne? Denke ich mal, das schon mal sehr gut ist. Vielleicht kriegen wir durch die Kiste ja wieder ein paar Pilze. Damit wir die... Weiß gar nicht, können wir die alle füttern? Oder ist das... Oder haben die eine Bedeutung, dass sie eine Farbe haben? Vielleicht... Also er hat auf jeden Fall mir Wände gegeben, der Fridolin. Was ist denn, wenn ich ihn füttern würde? Unseren Gizmo? Oder vielleicht sogar unseren Friedhelm? Vielleicht würde ich unseren Friedhelm einfach mal füttern. So, wir haben 30 Ringe. 33 Ringe haben wir sogar. Okay, 20 ist Maximum an Stacken. Wird die Ringe mal ausrüsten. So. Heißt, wir sind eigentlich Stadtklar, ne? Ich glaube ja. So, wie weit kommen wir denn hier? Machen wir erstmal den hier. So, hallo Fireflies. Ich muss aufpassen, dass hier keinen von diesen doofen Fischen da, diese aufgeblähten, ekligen Fische irgendwo gleich hocken. Okay, die Musik ist komisch weggegangen gerade, keine Ahnung warum. Auf dem Rückweg müssen wir auf jeden Fall noch einen Rückweg machen. Ich würde dahin einen machen. Damit wir für den Rückweg schon mal einen haben. Was ist da unten? Für den Rückweg auf jeden Fall immer irgendwie ein... Weil ich will ja auch zurückkommen, ne? Okay.
Da müssen wir Rätsel machen. Es ist sehr nebelig. Nee, da komme ich nicht hin. Wie mache ich das denn jetzt? Erstmal hier. Kommen wir ja wieder ein bisschen näher. Da vielleicht. Ich höre ihn. Wo ist er? Ich höre ihn schon, aber ich sehe ihn nicht. Wo sitzt er? Wo ist er? Wo ist er denn? Da sitzt er, ne? Oh, Gott sei Dank. Alter! Puh! Haben wir Leben verloren? Nee, aber, boah, Rüstung. Boah, puh. Wo kam der denn her? Alter Schwede. Toll. Jetzt haben wir so viel Rüstung gebaut, aber gut, dass wir es gebaut haben. Naja. So sind wir schon mal schlauer. Wir haben uns ja gut vorbereitet, muss man ja sagen. Aber es war ja klar, dass die kommen. So, wir schauen mal. Da hinten sitzt auch einer, ich sehe ihn schon. Nee, doch nicht. Ich dachte erst. Ah, das ist so täuschend. Alter, wie viele Dinge es hier gibt. Da hinten ist auf jeden Fall das Rätsel. Nein, die drei bitte. Hui. Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Nee. Sieht nicht so danach aus. Ich würde erstmal die beiden Häuser da nehmen. Da ist einer. Definitiv. Gott, oh 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 Gott, wie soll man den denn treffen? Schon wieder Rüstung verloren. Mein Gott. Shit, Mann. Shit, shit, shit. Okay, wenn der eine das mitkriegt, dann kommt der andere direkt auch mit. Gut zu wissen. Gut zu wissen. La, 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 la. So, da mal hin. Es dürfte hier keiner mehr sein. Aber ist hier irgendwas? Irgendwer? Vielleicht irgendwie ein Schalter schon, oder den wir aktivieren müssen? Anscheinend ja nicht. Was ist das denn hier? Was soll das denn sein? Uah. Sieht komisch aus. Hoppala. Oh, Nüsse. Mm. So, hier scheint aber auch nichts drin zu sein. Okay. Ja. So, was haben wir denn hier sonst noch Schönes? Da oben sitzt keiner mehr, ne, an der Insel. Zumindest aktuell nicht. RTL aktuell nicht. So. Gut. Dann erstmal zurück, Marsch, Marsch. Ich glaube, wir müssen sowieso in die Richtung da. Das sieht irgendwie eklig aus. Muss ich einfach gestehen. Diese Insel ist doch prädestiniert dafür, dass hier irgendwas versteckt ist, was wir dann brauchen fürs Rätsel. Ich höre einen. Der ist bestimmt auf der anderen Seite. Wetten? Wetten wir? Um was wetten wir? Okay, da komme ich aber nicht hin. Ha, der ist noch... Komme ich an den dran? Ist der drin? Ist der unten? Ist der oben? Ich glaube, der ist drin. Ich glaube, er ist im Haus.
Mist, ich kann nicht um die Ecke gucken, um den Baum. Da sitzt er, glaube ich, oder? Ja. Oh, da kommt noch ein anderer. Uah, was? Huch, wo kam denn mein Dings her? Hä? Fridolin lädt nach? Was? Was war das denn? Lul? Okay. Fridolin lädt nach. Habe ich auch noch nie gesehen. Oder war es Gizmo? Ich weiß es nicht. Okay, hier ist Scrap Metal. Ganz toll. Nehme ich mal mit. Ja. Aber sonst jetzt auch nichts hier, ne? Also bisher nur nicht viel gefunden. Da unten sind auch noch Häuser. Da ist ein, ist das ein Stern? Das sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das sind auf jeden Fall Symbole fürs Rätsel. Oh nein. Da ist er. Nee, doch nicht. Geht die Munition langsam zur Neige, ne? Da sitzt er. War das nur der eine? Puh. Okay, Stern, Oktopus. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Pass auf, warte mal. Ich schreibe mir das mal eben auf. Nicht, dass ich das vergesse. Weil dann müssen wir nämlich hier auch nicht nochmal zurück oder so, weißt du? Dann würde ich mir das mal eben aufschreiben. Stern. Oktopus. So. Habe ich mir schon mal aufgeschrieben. So, was ist hier drin? Ist hier irgendwas von Nutzen? Sieht jetzt nicht so aus. Aber irgendwie ganz cool hier, dass man hier so rumschlendern kann. Oh. Ich glaube, wir haben eine Art Schalterrätsel gefunden. Fisch haben wir auch noch. Warte mal, Fisch. Fisch habe ich auch aufgeschrieben. Ich höre schon wieder jemanden. Sind es zwei oder ist es einer? Hilfe! Wo sitzt er denn? Der sitzt da. Ich glaube, der sitzt hier unten. Da sitzt er, glaube ich. Dahinter. Dass der bei einem Schuss nicht kommt, wenn man an dem vorbeischießt. Ich glaube, der sitzt da unten irgendwo. Warte mal. Ich will auf Nummer sicher gehen. Das ist er, ne? Ja. Alter, gibt's doch nicht. Das Ding ist aber auch so scheiße schnell. Gut, ich in meinem Alter, ist kein Wunder. So, wir müssen vier Bilder, glaube ich, finden, wenn ich das richtig sehe. Vier Bildchen. Drei haben wir gefunden. Diese Insel hier ist auch prädestiniert dafür. Was war da? Pickup? Da konnte ich irgendwas aufheben. Ach, wahrscheinlich den Dings, ne? So, drei haben wir. Ist hier irgendwo noch was? Wir waren ja noch nicht bei der anderen, Insel, ne, wo dieser Laserstrahl ist. Ich würde einmal so ein bisschen rumreisen. So, warte. Ich gehe ins Licht. Oh mein Gott, nein. Okay, hier ist aber nichts. Ist hier drin irgendwas? Ja, Scrap Metal. Würde ich mal picken. Pick up, pick up. So. Okay. Dann haben wir das schon mal. Hier ist aber, glaube ich, auch nichts, ne? Bin ich jetzt einmal um die Insel auch rum.
Ja, hier ist, glaube ich, nichts sehr Auffälliges. Das heißt also, dann gehen wir erstmal... Ja, ich gehe erstmal zurück. Hui! Das haben wir, ne? War hier was? Warte mal, wir haben... Genau, Stern-Oktopus-Fisch. Ist hier noch was an dem Haus? Ja.